Also das mit den Aufladedingen, Alter, das weiß ich jetzt bis dann. Nee, das noch nicht, ey. Können wir das überspringen? Können wir das überspringen? Können wir das? Nein, no, können wir nicht überspringen. Können wir nicht überspringen, das ist ja schon mal schick. Alter. Jetzt gibt's Fresse. What the fuck? Alter, der hat mir einfach mal gegeben. What the fuck? Ey, diese Sequenz können sie echt streichen langsam. Hm. Wir brauchen sie leben. Oh, schon wieder. Lass mich verarschen. Fresse. Alter. Ei, fick dich. Fick dich. Hab ich's endlich? What the fuck, Alter? WTF, Mann. Aber irgendwie. Also irgendwie. Geht die mir auf den Strich, Alter. Geht's weiter? Aug-Kompass. Ja. Hallo, ich mach da. Ich drück da schon runter. Hier lang. What the fuck? Patrouille 17! Antworten verdammt! Mann, Leute, wo seid ihr? Hä? LOL. Ey, ich wusste nicht weiter. What the fuck? Komm schon. Er erzählt mir irgendwas von Aug-Kompass, ja? Ach so, jetzt muss ich neu anfangen, LOL. Nein! Die unten kriegen das auch nicht mit? Patrouille 17! Antworten verdammt! Mann, Leute, wo seid ihr? Komm schon, jetzt kriegen wir es hin. Jetzt haben wir es hinbekommen. Oh, Gott sei Dank. So. Wie sieht dieser Bad Request-Typ aus? Jung, nervös, dämlicher Haarschnitt. Ein möchtegern Gedächtnisjäger treu seiner Sache. Oh, und dein größter Fan. Wir sind in einem Bad, wo die Luftfeuchtigkeit 48% beträgt. Also war der Typ. Wo ist der hin? Er ist weg. Kann ich auch was aufheben?
Ja, diese Frauen. Boah, nee, nee, nee. Also diese Maschinen. Die schlafen mit einem oder was? Ich bin hier, okay, ich bin hier. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Vielleicht, vielleicht gibt es ja was, was wir entdecken können. Ihr kommt nicht. Okay, klar. Hier lang. Weiter nach eurer eigenen Sicherheit. Bitte zurücktreten. Oh, jetzt müssen wir wieder darüber hüpfen. Jetzt müssen wir da wieder rüberklettern. Jetzt können wir da lang. Ihr neuestes Werk, ein Chlorophyll-Märchenland unter einer Filtergruppe, lässt die Bewohner Natur ganz neu erleben. Carol Sheridans Kreationen sind besser als die Wirklichkeit an unserem Kampf. Daran finde ich es das. Und Maggie hat es zuerst gewusst. Okay. Übermorgen seid ihr im Kampf. Nö. Oh, das war knapp. Du bist fast an der Rotunde und die Saber-Einheit hat eine Spur verloren. Sehr gut. Gut. Ich bin jetzt wieder sicher. Sicher, sicher, sicher. Unterschreibt die Petition. Nee, habe ich keinen Bock drauf, jetzt was zu unterschreiben. Dann kriege ich wieder nur eine Waschmaschine. Darauf habe ich gar keinen Bock. Ich finde das voll cool, dass du hier die Preise draufstehen hast und das nur noch in Euro. Ja, und finde ich voll geil irgendwie. Recycling. Toiletten. Nein, jetzt läuft die weiter. Mann. Aber egal. Charles Cartier House. Cartier? Cartier House. Big Charlie und seine hochfliegenden Pläne. Strebt nach Utopia, schafft aber die Hölle auf Erden. Dieses blöde Sensor-Netzwerk war sein erster Versuch. Und sowas passiert dann. Er ist der Chef von Memorize. Nein, er ist das große Genie. Das launische Talent im Elfenbeinturm. Die Direktorin von Memorize ist seine Frau, Cilla Katja Wells. Ein Name, zwei Köpfe, 1000 Gründe, die Wände hochzugehen. Minneapolis, eine strahlende Zukunft, konzipiert von Charles Cartier Wells. Vergiss nicht, es lebe der Kunde. Das fünfte eingesammelte Setpatch fügt ihrer Gesundheitsanzeige einen weiteren Balken hinzu. Yay, fette Sache! Langsam aber sicher. Hier ist ein Ort der Harmonie. Komm ich doch der Sache näher. Erste Gedächtnisgemeinde. Ein Leben, in dem du deinem Nachbarn vertrauen kannst. Offen sein. Frei von Angst. Freue mich ja schon auf Watchdogs. Da kann ich jeden Menschen kontrollieren. Jeden Menschen kann gucken, was er macht, was er getan hat. Das finde ich voll geil. Kann ich rein? Kann ich nicht, schade. Der repariert gerade den Fahrstuhl. Ich bin etwas müde. Tut mir leid, weil Feier und das hat doch so Battle Crest. Finden Sie Battle Crest an der Saint Michel Rotunde. Nellen die Jägerin, ich bin dein größter Fan. Danke. Ich habe schon eine Route erkundet. Ich kaufe nicht zum ersten Mal im Land der Reichen ein. Ich suche das Architekturbüro. Hier ist alles drin. Vor einer Stunde habe ich mir den idealen Weg gemerkt, um den Drohnen zu entgehen. Folge ihm einfach. Es ist eine Riesenehre, von den Besten geöffnet zu werden. Wie Autogramme geben. Battle Crest Erinnerungsraum. Was? Geil! Aufgeschlossen. Weg zur Karos Wohnung. Fertig? Alles bekommen? Ja. Folge meiner Vergangenheit. Aus Kundschaft. Eine Reminiszenzspur, durch die du an den Thron vorbei, durch die Komfortburg, bis hin zu Kaori Sheridan kommst.
Ich habe Memo-Bojen an der Route gelegt, sehr gut verankert. Sie sagen dir, wann du meine Reminiszenen aktivieren sollst. Besten Dank, dass du meinen Kopf nicht entleert hast. Ein Moment lang dachte ich, du wolltest unsere Begegnung löschen. Auch nie vergessen. Jo, der Typ ist korrekt, Mann. Eine Reminiszenz-Szene ist eine virtuelle Projektion einer digitalisierten Erinnerung, die in Echtzeit durch eine erweiterte Realität dargestellt wird. Drücken Sie B, um sie zu aktivieren. Boah, Alter, lesen ist so anstrengend, ey. Also, ich kann lesen, ja, aber ich kann halt nicht so gut lesen und so. Also, ich kann schon lesen. Kein Problem, aber vorlesen ist ja so eine Sache. Hallo, Nille. Wenn alles nach Plan lief, hast du gerade mit mir gesprochen und nun Zugang zu dieser Reminiszene. Mach genau, was ich tue. Dann kannst du dir einen Weg zu deinem Ziel bahnen. Ich hoffe, du bist bereit. Es geht los. Dein Sensen überlagert deine Umgebung mit meinen Erinnerungen von diesem Ort. Mit deinem Handschuh synchronisierst du dich mit ihm und kannst versteckte Informationen finden. Also gut, ich lass dich synchronisieren. Wir treffen uns drüben. Dein Sensen überlagert deine Umgebung mit meinen Erinnerungen von diesem Ort. Mit deinem Handschuh synchronisierst du dich mit ihm und kannst versteckte Informationen finden. Also gut, ich lass dich synchronisieren. Wir treffen uns drüben. Ja, komm schon. Alter, ich halte doch LB gedrückt. Ach, jetzt macht das. Gut. Öffnen. Also das Spiel ist epic geil. Sie gewinnen jedes Mal Fokus hinzu, wenn sie einen Gegner treffen oder von einem Gegner getroffen werden. Wenn sie den Gegner belastet, erhalten sie einen Fokusbonus. Die Verwendung einer S-Impression verbraucht einen Fokusball. Zack. Erinnerung zu belasten. Und keine Intention, die benutzt sich gut aus, wenn sie. Ja, ich krieg dafür Punkte halt, ne? Lag. Ach, ich muss jetzt hier. Außer Betrieb. Warte mal. Ich will aber erstmal alles erkundschaften. Nicht hier irgendwas machen. Ne, kann ich nicht. Schade auch. So, dann wollen wir mal da hochhüpfen. Und dann wollen wir was. Drohnenbaustelle. Reminiszene. Ja. Hey, ich bin wieder da. So, spielen wir Folge dem Führer? Nee. So. Da haben wir das auch gemacht. Okay. Verdammt, diese Leiter war total verrostet. Ich habe wohl zu viele Fuddels gefuttert. Du musst einen anderen Weg hier rauf finden. Klasse, was ist denn das für eine Scheiße? Und schon habe ich einen Weg rum gefunden.